da war mir wohl nicht bewusst, was ich da vor einem Dreivierteljahr auf der Gamescom gespielt habe, nicht wahr, Wolf? Before Kitchen. Also ich muss sagen, also eigentlich, es gab eine Menge Überraschungen, aber dieses kleine Detail, dass wir ein Horrorspiel präsentiert bekamen, was anfing mit Before Kitchen, das fand ich schon echt seltsam. Da wusste keiner so ganz genau, was uns erwartet. Ja. Es wurde düster, es hatte ein bisschen was von, weiß nicht, so 7 oder so, so ein Horror-Thriller. Es wird auf jeden Fall morbide, es wird dreckig, ja. Es wird, glaube ich, auch ziemlich knallhart. Keiner hat so richtig gerafft, in welche Richtung das geht. Und auf einmal wurde dann das Logo des Spiels eingeblendet, 7. Ja. Und wir dachten, das Spiel heißt 7. Ja. Und dann sah man das komplette Logo. Und Entschuldigung, aber jetzt leck mich fett. Das ist das neue Resident Evil, Alter. Resident Evil 7. Ich hätte es echt nicht gedacht. So. Capcom hat uns verarscht. Vor allem haben wir heute noch vom Convention Center die drei Nasen von Capcom getroffen. Und ja. Die meinten auch schon so, ja, warte mal ab, ey, das wird schön. Ohne und ich Scheiß. So, ja, okay. Keine Ahnung, was ihr jetzt wollt, aber... Also das war echt eine faustdicke Überraschung. Wirklich, als das Resident Evil Logo eingeblendet wurde, wir haben uns alle angeguckt. So wie die Affen im Zoo, wenn es auf einmal Futter gibt. Das war echt richtig, richtig geil. Auch sehr schönes, es ist offenbar komplett VR-kompatibel. Von vorne bis hinten, ihr könnt das ganze Ding auf PlayStation VR komplett durchspielen, wenn ihr wollt. Ich würde es nicht machen. Ich würde sofort sterben am Herzinfarkt, ganz ehrlich. Ich würde es nicht überleben. Wollen wir vielleicht noch eine Wette eingehen? Nein. Kriege ich Anne dazu, das Spiel Nein. in VR zu spielen? Niemand kriegt mich dazu, auch ja. Hideo Kojima nicht. Ja. Stell dir mal vor, wenn ich den finde und dann sagt er, okay, ich gebe dir Infos, aber nur wenn du Resident Evil 7 komplett in VR spielst, dann sage ich, nope, tschüss. Hast du gehört? So machen wir es, alles klar. Ja, ey, ich meine, also mein Mind ist so ein bisschen blown, ja. Weil Resident Evil offenbar, wie schon mit Teil 4, eine völlig neue Richtung einschlagen wird. Ja, es war aber auch mal nötig, das kann ja. man ja mal so sagen. Also die Kritik in den letzten Jahren ist ja so ein bisschen gewachsen an dem ganzen Franchise. So eine Art, ja, die schlachten es halt nur noch aus, klar. Ja. Und es ist halt in meiner Meinung nach genau der richtige Schritt, jetzt einfach mal zu sagen, stopp, wir fangen komplett von vorne an, wir machen jetzt mal was richtig Cooles wieder. Ey, zumindest sieht das so aus. Und ich als alter Horrorfan, also ja. wirklich, ich habe jetzt schon so körperliche Reaktionen, die zum Glück unterhalb der Kamera stattfinden. nein, hallo, wir bleiben schön hier oben hier, danke. Ja, ey, Resident Evil 7, auch da werden wir noch ein bisschen nachbohren, nachhaken. Vielleicht kommen wir damit noch mehr Infos um die Ecke. Ja. Ach, ich bin der Fix und alle, ich glaube, ich gehe jetzt auch einfach schön. So what this is going to be is that this is a pretty dominating thing. It's pretty powerful. It's something that really can dominate parts of the map. So this is fully player controlled. You can drive it around where you want to go.